ganz begeistert, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal und auch wieder eins meiner Videos angeklickt habt. Macht weiter so. Schaut euch einfach mal das Video an. Es wird euch sicherlich begeistern. Mich hat es auf jeden Fall begeistert, als ich es erstellt habe, weil ich an vieles wieder erinnert wurde, was ich schon faktisch fast vergessen hatte. Es ist der 5. Fahrtag und das Frühstück wird uns bis spät nachmittags reichen. Schaut euch das an, was es hier gab. Da gab es nichts zu meckern, aber auch gar nicht. Die Mopeds sind gepackt und fahrbereit und wir natürlich auch. Und hier habe ich gerade ausgeparkt und nun geht's los. Erstmal durch den Stadtteil Zakopane-Nosal, wo wir gestern zum Teil auch zu Fuß unterwegs waren. Dieser Ort ist das, was man unter einer Touristenhochburg versteht, aber ohne jede Frage. Zum Ortsausgang hin reiht sich eine Event-Location an die andere. Hier etwas mit Sport, das Zelt, das war kein Zirkuszelt. Und gleich sehen wir noch ein Riesenrad. Na, da ist es ja schon. Aber das sollte dann auch reichen. Die Hohe Tatra verabschiedet uns eingehüllt in Wolken. Schade eigentlich. Es ist Sonntagmorgen und wir sehen immer wieder Passanten, die woher kommen, wohin gehen. Na, gleich werden wir es erfahren. Es geht durch ausgesprochen schmucke Dörfer, deren Häuser aus Holz gebaut sind und dem landestypischen Baustil entsprechen. Die Passanten könnten ein solches Gebäude als Ziel haben. Die Slowaken sind wohl auch katholisch. Immer man sieht man Frauen alleine in eine Richtung streben. Aber es gibt auch den einen oder anderen Mann.
wie wir hier rechts sehen können. Hoffentlich sind die nicht miteinander verwandt. Auf jeden Fall sind die Parkplätze an der Kirche rechts voll belegt und ich denke mal, dass die Passanten von eben schon nach der Messe in Richtung Heimat strebten. Und die Mopedfahrer sind auch unterwegs. Sonnenschied, guckt sich einer dieses Wetter an. Das hat uns eine ganze Zeit lang dann noch begleitet. Saybusch ist eine Mittelstadt und hat ungefähr 32.000 Einwohner und ist bekannt für etwas, was ich euch gleich zeigen werde. Na, jetzt müsstet ihr die Besonderheit erkennen. Es ist ein Bier, das man auch hier bei uns gut kaufen kann und das zu einer meiner Lieblingsmarken gehört. Anders als hier dargestellt ist es nicht mehr mein Lieblingsbier, sondern mein Zweitlieblingsbier und damit auch ganz oben. Und was wir natürlich haben, auch ein kleines Eisenbähnchen. Wie man sieht, hat der Regen nachgelassen. Keine neuen Regentropfen in den Pfützen. Naja, hoffen wir mal das Beste. Das war wohl nix, ein Satz mit X. In diesem Ort sind sehr viele sehr gepflegte Parkanlagen, die sich auch entsprechend über viele, viele hundert Meter ziehen. Nach so viel Stadt muss es auch mal wieder übers Land gehen. Wie ihr sehen könnt, das tun wir gerade.
und wieder übers Land. Wir nähern uns langsam aber sicher der tschechischen Grenze an, aber die liegt noch ein paar Kilometer weiter westlich von hier. In diesem Ort finden wir einen kleinen Supermarkt und Bernd kauft hier leckere polnische Würste ein. Während ich auf ihn warte, sind hier zwei junge Polen mit Tagesfreizeit, die sich wahnsinnig für die Mopeds interessieren. Kurzweilige Gespräche. Wenn man so unterwegs ist, kommt man an dem einen oder anderen interessanten kulturhistorischen Gebäude vorbei. Ich muss irgendwann noch mal mit dem Auto hinfahren und mir das alles in Ruhe angucken. Polanica Zdroj oder so ähnlich, oder Bad Altaida auf Deutsch, ist ein Kurort in Niederschlesien. Hier hatte die Großtante meiner Frau Anni ein Erdbeerbeet und deswegen ist das familienhistorisch ein sehr bekannter Ort. Der Ort hat 620 Einwohner ungefähr und liegt auf einer Höhe von knapp über 400 Metern, um es genau zu sagen 420 Meter über Normalnull.
Bereits 1625 wurden die ersten Sauerquellen entdeckt und man hat dann festgestellt, dass sie wirklich sehr hilfreich sind und auch allen möglichen Leiden entgegenkommen. Die Villa Tilia ist eine sehr schmucke Unterkunft und der Rezeptionist hat alles voll im Griff. Hier unten finden sich viele alte Sachen, aber auch sehr moderne Sachen. Wie man hier sehen kann, ausgezeichnet dieser alte Vermittlungsapparat und der Feuermelder daneben. Klasse Zimmer, zwei Einzelbetten, sauberer Fliesenboden und die Mopeds haben hier auch ganz gut gestanden. Aber jetzt geht es hinaus in Städtchen, eine wirkliche Kurstadt. Man kann es sehen, hier wunderbar an einem kleinen Flüsschen gelegen und mit Baumbestand und rechts und links davon schöne alte Villen. Fußgängerzonen gibt es auch reichlich und das haben wir uns alles ganz gemütlich angeguckt. Und wir sind dann irgendwann mal in Richtung Fressmeile gekommen, aber da mussten wir erst hier diese kurtouristische Hochburg hinter uns lassen und hier wird jetzt rechts und links einiges angeboten, was man in sich hinein schaufeln oder schütten kann. Naja, will ich mal so sagen. Wir haben also dieses Establishment rechts ausgeguckt, um hier unser Abendessen zu nehmen. Leider Gottes hatten sie nur Flaschenbier. Ich habe doch hier wirklich ordentliches Kotelett bekommen. Und Bernd hat auch was Gesundes bekommen, mit viel Ei und Eiweiß vom Huhn. Wirklich schöne Häuschen gibt es hier, die teilweise auch recht alt schon sind. Und zentral auf einem Hügel gelegen gibt es natürlich diese kleine Kirche. Und ich will das Filmchen beenden mit einem Bild meiner zweitliebsten Biermarke. Und liebe Freunde, damit ist dann auch langsam Schluss. Und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wenn ihr Lust habt, schaut beim nächsten Mal wieder rein, denn die Reise geht weiter. Bis dahin, euer SE1 hat Spaß.